Der Krieg in der Ukraine, er ist natürlich auch das Thema an den internationalen Finanzmärkten, wo man nach dem Wochenende zum Handelsstart sicherlich auch mit Sorge die Entwicklungen beobachtet. Bettina Seidel in Frankfurt, wie ist denn aktuell die Lage an den Börsen an diesem besonderen Tag? In Mitleidenschaft geraten wird, auch wenn die ganzen Sanktionen gegen Russland so austariert sind, dass sie zwar den Druck auf Russland maximieren, aber den Schaden für den Westen minimieren sollen. Aber ohne Schaden wird es eben auch für uns nicht bleiben. Es wird Einbußen geben für die deutsche wie die gesamte europäische Wirtschaft, zeigt auch unser Börsenbarometer heute. Der DAX verliert 2,5% auf 14.208 Punkte. Der Westen hat unter anderem einige russische Banken aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen und Gelder der russischen Zentralbank eingefroren. Das belastet momentan eben vor allem auch Aktien der Banken, von Deutscher Bank bis Commerzbank und auch ausländische Banken wie ING, Société Générale, BNP. Da fallen die Kurse deutlich. Denn wenn die russischen Banken ausgeschlossen werden aus dem internationalen Zahlungsverkehr, dann bedeutet das, dass diese Institute ihre Verbindlichkeiten gegenüber ihren europäischen Gläubigern nicht mehr begleichen können. Und sind denn schon erste Auswirkungen der Sanktionen in Russland erkennbar? Na, es ist ja auch eine schwere Bürde für das Land. Zunächst mal sieht man es beim Rubel. Der Wert der Währung verliert gegenüber dem Ausland. Das macht Importe teurer und die Bevölkerung muss sich auf eine steigende Inflation einstellen. Die Aktienbörsen können nicht reagieren, sind bis morgen vom Handel ausgesetzt. Aber der Rubelverfall, der geht weiter. Seit dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine beschleunigt. Da hat er ein Viertel seines Wertes eingebüßt, heute allein über 10%. Die russische Notenbank, die versucht gegenzusteuern, hat den Leitzins extrem angehoben, um den Verfall eben gegen den Verfall zu stützen. Das wird eine zusätzliche Last für Unternehmen, weil sich Kredite dadurch etwa verteuern. Und dabei ist die russische Wirtschaft ohnehin nicht in bester Verfassung. Das liegt zum einen an den Sanktionen seit 2014, die nach der Annexion der Krim verhängt wurden, aber auch daran, dass das Land seinen Fokus nicht gerade darauf legt, seine Wirtschaft umzubauen. Das wäre aber dringend nötig, wegen der enormen Abhängigkeit von Öl, Gas, Kohle. 60% der Einnahmen der russischen hängen daran. Nötig ist es aber auch in einer Welt, die wegen der Erderwärmung weg will von fossiler Energie. Aber bei diesem Umbau kommt man eben in Russland nicht voran, was auch selbst verschuldet ist. Die Wirtschaft ist nicht innovativ genug. Sie tut auch nichts dafür. Oder zumindest zu wenig, um das zu ändern. Denn Russland investiert deutlich weniger in Forschung und Entwicklung als andere Länder. Dankeschön nach Frankfurt. Bettina Seidel.